Leute, ich bin's, Sarah Becky, und ich habe wieder ein neues Video für euch. Und zwar habe ich diesmal wieder lustigsten Gruppenchats von euch diesmal. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, ob ihr mir eure lustigsten Gruppenchats bei WhatsApp schicken könnt. Und das habt ihr sogar getan. Und ich dachte mir, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Und ich würde sagen, wir labern nicht so viel und fangen mal direkt damit an. So, fangen wir mal mit dem ersten an. Und hier steht Best 8a. Ich kann das noch ein bisschen oben erkennen. Das ist auf jeden Fall 8. Klasse. Und da hat jemand gefragt, und wie sieht das HIV-Virus aus? Also wo sieht man das beschriftet und so? Irgendwie kommt das voll oft vor. Auf jeden Fall hat jemand geantwortet mit, es sieht hässlich aus. Ich glaube wohl kaum, dass das wirklich die Antwort auf die Frage ist. Aber wo er irgendwo recht hat, hat er recht. Mal ganz ehrlich, Leute, was soll man mit so einer Antwort? Lukas hat gefragt, ernsthaft. Ich keine Ahnung, worum es ging, aber nun gut. Ja, ohne Schweiß. Scheiß. Also dieser Autokorrektur-Fail ist ekelig. Aber warum würde ich das einem Jungen so ohne weiteres abkaufen, ohne Schweiß? Da hätte ich als Antwort geschrieben, hast du jetzt endlich mal Deo benutzt, Lukas? Ich liebe solche Autokorrektur-Fails, ohne Mist jetzt. Oh, noch eine 8. Klasse. Was steht da? Meine Eltern ist es voll egal, was ich für Apps habe. Ich versuche, die auch immer zu überreden. Bekomme es irgendwie nicht hin. Haha. Ach so, der Name wurde jetzt zensiert. Schick Tittenbilder. Hallo, was ist los? Deswegen darf die nicht. Und die sagen auch noch so, haha, ja bestimmt, voll fies. Oh mein Gott, das ist voll gemein für die Arme oder der Arme, keine Ahnung. Es geht wohl um Mädchen. Wenn du sowas in den Gruppenchat schmeißt, dann musst du damit wohl rechnen. Aber wer schickt Tittenbilder? Ehrlich jetzt, was soll man damit in der Klassengruppe? Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, wenn ihr so einen Perversling in der Gruppe habt, den habt ihr mit Sicherheit bestimmt auch. Den gibt's auch wirklich immer. Der ist fast immer irgendwie vertreten. Der schickt immer so ein ekliges Zeug. Schreibt mal dann unbedingt, ich habe einen Hardcore-Nikita. Das ist wieder so ein richtig geiler Insider, Leute. Das ist ein richtig geiler Insider. Mein Vater nimmt mir für 3 Tage mein Handy weg. Why? Warum? Ihr Handy wurde abgenommen. Sie kann nicht antworten. Dumm. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Chat ist von jemandem, wirklich von euch, oder ob das jetzt ein Screenshot ist von irgendeinem lustigen Chat, der irgendwo mal Runde gemacht hat, Leute. Aber oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das ist genauso geil wie diese Sache mit dem, mach mal ein Screenshot, weil dein Display kaputt gegangen ist. Leute, das geht doch nicht mehr, wenn sie kein Handy mehr hat. Es macht auch Sinn, ne? Sie hätte das um 18.34 Uhr geschrieben und um 18.54 Uhr ist es dann schon ein bisschen logisch, dass das Handy anscheinend nicht mehr da ist. Aber ohne Scheiß, sie tut mir schon leid. Ich meine, das ist schon mies. Mein Vater hat mir auch schon mal mein Handy abgenommen. Ich musste es sofort abgeben, ja? Da war keine Gnade, Leute. Keine Sekunde später. Ich hasse mein Leben und ich hasse The Walking Dead. Und ich hasse Insta, okay, Leute. Und ich hasse verdammte Spoiler. Oh mein Gott, wie aggro er ist. Einfach. Was? Er schreibt da im Ernst, euch alle. Mit einem Mittelfinger-Emoji. Freue dich schon mal auf meine schlechte Laune morgen. Also mit F, euch alle, meine ich nicht dich. Hä? Was ist los mit ihm oder ihr? Ich glaube, er hatte wirklich ernsthaft einen schlechten Tag, weil was ist los? Was macht das für einen Sinn? Erst schreibt er so, euch alle, und dann meint er, ich meine nicht dich. Ja, wenn du das in den Gruppenchat schmeißt, dann weiß man nicht, wen du meinst. Sorry. Was ist das ernsthaft für ein Fail? Leute, wer schickt das in den Gruppenchat? Ich meine, was sind das für Leute? Der schreibt im Ernst dasselbe wieder. F dich? Ich will das jetzt nicht aussprechen, Leute, weil das gehört sich nicht. Und aber das Geilste ist die Antwort. Es ist kein Einzelsport, Leute. Das geht nicht. Ich würde mal sagen, die Person hat es ihm oder ihr gegeben. Aber wer schreibt sowas in den Gruppenchat? Ehrlich jetzt? Es wird immer schlimmer, Leute. Hey, Leute, wir brauchen ein Thema für das erste Selfie. Kein Plan. Ja, tolle Antwort wieder mal. Und jetzt kommt's. Doppelkinn. Weiß jemand eins? Ja, okay. Oder Duckface. Ich weiß nicht so genau, ob das so eine gute Idee ist, wenn du darüber vielleicht ein Referat halten musst, über das Thema. Was denkt dann nur der Lehrer, Leute? Bei meiner Autokorrektur gibt es Goofy. Es fängt schon mal super geil an, diese Info einfach. Diese richtig geile Info. Ist da schon wieder Nikita am Start? Ich weiß ja nicht. Jedenfalls, ist das A5 gut? Und J3, ist das auch gut? Welches ist besser, A5 oder J3? Also J3 hat, oh mein Gott, das fängt schon an, 8 GB Speicher und A5 16 GB mehr. Ja, also A5 hat 16 GB Speicher. Ja, was denn nun? Eine Frage. Ach, ist egal. Dann stelle ich dir keine Fragen mehr. Was traurig ist.
wo man schon seit der ersten Klasse wissen sollte, dass man zu Fragen eine Antwort gibt. Egal. Was? Woher soll ich wissen, was besser ist? Bin ich Jesus? Voll aggro. Obwohl sie eigentlich nur die Antwort haben wollte, was jetzt besser ist, weil sie sich wahrscheinlich das kaufen wollte, aber andererseits, wieso fragt man das in dem Gruppenchat? Ich glaube, viele würden so ein bisschen genervt sein. So, kommen wir auch schon zum nächsten und da steht, mussten wir noch etwas in Mathe machen. Leute, lasst mich noch die letzten Ferientage genießen und redet nicht über Schule, davon bekomme ich Depressionen. Ist aber echt so, Leute. Das ist genauso wie beim letzten Mal mit den Gruppenchats. Das kann man nicht machen. Das kannst du nicht kurz vor Ferienende noch fragen. Das ist wirklich deprimierend, Mann. Wer war das? Freund. Ah, ja. Wer? Freund. Wer? Freund. Welcher Freund? Freund. Hi. Was ist das für ein Chat? Ich weiß nicht, ob ich so jemanden gerne in der Gruppe hätte, aber ich finde das irgendwie ein bisschen creepy, Leute. Ich finde meine Brüste nett. Bürste. Baumi. Wer ist Baumi? Ist das ein Mädchen oder ein Junge? Wenn es ein Junge wäre, wäre es ein bisschen unangenehm. Dann schnell Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Bürste. Hahaha. Ja. Kann halt mal passieren, ne? Man findet seine Brüste einfach nicht. Leute, ihr müsst ernsthaft Autokorrektur ausstellen. Dann habt ihr diese Probleme nicht. Dann kommen wir auch schon zum nächsten. Und da hat jemand gefragt, hast du noch Ferien? Ja, ich auch, aber nicht mehr lange. Wir sind gleiches Bundesland. Haha. Ja, bis zum 9. Ja, genau. Oh mein Gott, Leute, was ist das für ein Fail? Oh mein Gott, was ist das bitte für ein Fail, wenn du jemanden fragst, hast du noch Ferien und ihr seid noch im selben Bundesland? Also... ich weiß nicht so ganz. Das ist noch schlimmer, wenn du es in deine eigene Klasse fragst. Aber manchmal hat man das einfach nicht mehr auf dem Schirm, Leute. Man hat einfach zu viel Ferien im Kopf. Oh, schon wieder 8. Klasse. Wie haben wir da Ehemann am Start? Muss ich mir ein bisschen Gedanken machen? Ist wahrscheinlich aber nur ein guter Kumpel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat jemand hingeschrieben, in 32 Stunden und 46 Minuten ist Schule. Ernsthaft jetzt, Leute. Was ist das? Oh Leute, warum gibt es die immer? Warum? Warum? Warum tut ihr das Mitmenschen an? Andere haben Nacht geschrieben und der andere hat dann geschrieben, Raffi, willst du mich verarschen? Du zerstörst mein Leben mit dieser Info. Sogar noch auf die Minute. Schreibt demnächst noch jemand auf die Sekunde genau, wann wir Schule haben? Was soll das? Das ist scheiße. WND, Leute, Ehrenbro am Start. Hallo, bin krank. Ja, tolle Info. 1. Januar noch? Scheiße. Ich auch. Ich nicht. Voll noch so ein Lach-Emoji, voll schadenfroh. Und der andere schreibt noch wieder LOL. Ist aber auch wirklich scheiße für jemanden, der krank ist. Aber du freust dich halt mega, wenn du es nicht bist. Ich meine, man hat das ja nur gesagt. Man will ja auch nicht damit angeben oder so. Nein. Batu fragt, was haben wir bis morgen auf? Olivia sagt, Hausaufgaben. Genauso wie die Emojis da unten. Was hast du geschrieben? Einer hat meine Mutter beleidigt und ich so, war heute 10 Kilometer joggen, einmal um deine Mutter herum. Ich meine, das hatte mir eine geschickt und gesagt, ihre Freundin hat die besten Diss-Sprüche. Ich würde sagen, sie hat es der Person gegeben, die ihre Mutter beleidigt hat. Aber sie hat ihre oder seine Mutter auch beleidigt. Hi. Hey, wie geht's dir? Gut und dir? Auch ganz gut. Wieso auch? Fragezeichen. Wieso ganz gut? Wieso sollte es mir nicht ganz gut gehen? Ey, Team Becky am Start! Yo! Aber was ist das für eine Frage? Eben, wieso sollte es dir nicht ganz gut gehen? Das ist voll fies so. Aber ich glaube, es war gar nicht so gemeint. Ich glaube, die Person wollte einfach nur wissen, warum es dir diesmal ganz gut geht. Was der Grund dafür ist. Als sonst nur gut oder so. Aber es klingt halt total falsch. Sowas nimmt man ganz falsch auf, Leute. Und wer freut sich auf morgen? Niemand. Vielleicht Pia. Wer sollte sich auf morgen freuen? Ich würde lieber auf einer einsamen Insel stranden, mir einen braven Eingeborenen zum Haustier machen, den unabsichtlich... dann nach Hause gehen? Was? Um für immer zu schlafen, als morgen in die Schule zu gehen. Deine Vorstellung. Wie kommt man auf sowas? Ehrlich jetzt? Wie kommt man auf sowas? Wirklich? Wer kommt auf sowas? Ich meine, bis zum braven Eingeborenen, da fing es an, langsam krank zu werden, Leute. Und es wird immer kränker. Irgendwie macht die Person mir Angst, Leute. Jungs, ich frühstücke um 17 Uhr. Wie lange hast du geschlafen? Oh mein Gott, ist die Frage nicht ein bisschen überflüssig, wenn jemand sagt, Jungs, ich frühstücke um 17 Uhr und er schreibt es um 17.10 Uhr, ist wahrscheinlich gerade nebenbei am Frühstücken.
dann geht man davon aus, dass er so um 17 Uhr auch erst wach geworden ist, Leute. Vielleicht nur höchstens noch 16.30 Uhr, aber falls er sich noch erst fertig machen muss, erstmal so richtig aufstehen und so, es dauert ja meistens, aber... So Leute, das waren auch schon eure Gruppenchats. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Teile sehen möchtet. Weil wenn ihr weitere lustige WhatsApp-Chats habt oder sonst irgendwelche Fails oder irgendwie auch Video aufgenommen, Treffen mit Freunden oder so, die auch irgendwie total in die Hose gegangen sind oder so. Und ihr habt das Ganze auf Video, oh mein Gott, das wäre auch mega geil. Dann schickt es mir gerne über meine E-Mail, falls ihr kein Instagram habt oder so. Ansonsten über Instagram, DM oder Twitter. Ihr findet alles, wo ihr mich finden könnt, unten in der Infobox. Auf jeden Fall sind wir schon am Ende angekommen und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb.